Ja, hallo liebe Fußball-Bundesliga-Freunde, der 26. Spieltag der Bundesliga 23/24 mit Darmstadt 98 zu Hause gegen den FC Bayern München. Der 18. gegen den 2. Ja, schauen wir uns mal die aktuelle Bundesliga-Tabelle an. Bayern München klar auf Platz 2, muss natürlich ein bisschen darauf achten, dass sie nicht noch von VfB Stuttgart eingeholt werden. Darmstadt 98 muss jetzt mal langsam anfangen, Punkte zu holen, am besten Dreier, okay, gegen Bayern ein bisschen schwieriger, aber anfangen, Punkte zu sammeln, dass man eventuell noch auf einen Relegationsplatz rutschen könnte. Und klar, die Bayern wollen natürlich 3 Punkte aus Darmstadt mitnehmen. Dann schauen wir uns mal den letzten Spieltag beider Teams an. Ja, Darmstadt in Leipzig 2:0 verloren. Klar, Leipzig ist auch wieder in einer guten Form jetzt. Und die Bayern natürlich zu Hause mit ihrem 8:1 Heimsieg gegen Mainz 05. Da hat man auch mal wieder das Tor getroffen und Harry Kane mit 3 Toren und davor schon gegen Lazio auch gewonnen. Also der FC Bayern ist wieder auf einem guten Weg. Ja, die erfolgreichsten Torjäger beider Teams bei Darmstadt ist es Skarke, in 22 Bundesligaspielen hat er 6 Tore und 2 Torvorlagen. Und natürlich beim FC Bayern natürlich Harry Kane, 30 Tore in 25 Bundesligaspielen und dazu aber auch noch 8 Torvorlagen. Eine Hammerquote. Ja, dann kommen wir zu den möglichen Aufstellungen beider Teams für Darmstadt gegen FC Bayern. Ja, Lieberknecht muss auf ein paar Spieler verzichten, wie Magliker aus der Abwehr, Riedel, dazu halt auch noch aus dem Mittelfeld Melem und Hornby. Daher denke ich mal, wird Darmstadt schon ziemlich defensiv gegen den FC Bayern zu Hause auftreten. Ja, und beim FC Bayern hat wohl Thomas Tuchel seine Bayern-Elf gefunden. Jetzt letzten 2 Siege in Folge und auch mit dem 8:1 zu Hause gegen Mainz hat man ja schon super gespielt, auch wenn man wieder ein Gegentor kassiert hat. Aber die Mannschaftsleistung war schon super im Gegensatz zu manch anderen Spielen. Eventuell, vielleicht mein Tipp wäre, dass er auch mal Saragossa eine Chance auf der linken Seite geben könnte. Andersrum hat man jetzt ja auch gegen Mainz gesehen, Serge Gnabry ist ja auch wieder zurück, also hat der Tuchel auch wieder mehr Auswahlmöglichkeiten, gerade was die Flügelspiele angeht. Ich bin mal auf seine Mannschaftsaufstellung gegen Darmstadt gespannt. So, liebe Fußballfreunde, dann schauen wir uns mal die letzten 6 Spiele beider Teams an in der Bundesliga. Ja, wie gesagt, Darmstadt insgesamt 4-mal verloren und 2 unentschieden. Es wird langsam Zeit für die Darmstädter auch Punkte zu sammeln. Klar, gegen FC Bayern wird es natürlich mega schwer. Jeder Punkt wäre schon quasi eine kleinere Sensation. Ja, und der FC Bayern in den letzten 6 Spielen 3-mal gewonnen, 2 Niederlagen, 1 Unentschieden. Jetzt natürlich gegen Mainz das Superspiel mit 8 Toren und davor auch noch gegen Lazio Rom in der Champions League weitergekommen. Also die Bayern haben wieder Selbstbewusstsein und deswegen wird es ein sehr, sehr schweres Spiel für die Darmstädter. Ja, und wie gesagt, schreibt euren Tipp für Darmstadt gegen Bayern in die Kommentare. So, jetzt schauen wir uns mal den direkten Vergleich beider Teams an. 9-mal haben sie gegeneinander gespielt. 8-mal hat der FC Bayern München gewonnen, 1 Unentschieden insgesamt. Ja, liebe Fußballfreunde, jetzt kommen wir zu meinem Tipp für Darmstadt 98 zu Hause gegen FC Bayern München. Ja, ich tippe dann schon ein klares 5:1 für den FC Bayern, also ein Auswärtssieg. Ja, und was ist dein Tipp für Darmstadt gegen Bayern? Schreib deinen Fußballtipp in die Kommentare. Ja, liebe Fußballfreunde, das war meine Prognose, meine Vorschau und mein Tipp für Darmstadt 98 gegen Bayern für den 26. Spieltag. Ich danke euch für ein Like und für ein Abo für Werners Gaming. Dann viel Spaß noch auf meinem Fußballkanal. Bis dann. Tschüss.